beim ersten Drehtag, als Lena und Jem aus diesem Rettungsboot gestiegen sind. Das war schon crazy so, also weil es wie so Comicfiguren, die auf einmal so in so eine andere Welt treten. Das ist ein bisschen was wie bei, als ob die Simpsons jetzt irgendwie aus dem Fernseher kommen und irgendwie mit dir anstoßen am Esstisch. Wir sind wir wohl auf jeden Fall irgendwo in den Tropen. Es ist sehr, sehr heiß. Nein, ich dachte schon, das ist Skandinavien. Jetzt sind sie auf einmal in der Kinowelt und oder überhaupt in einem Abenteuermilieu oder in einem Paradies-Setting und das ist schon abgefahren. Da hinten ist keiner. Hier ist überhaupt niemand. Wir kommen am Set zu Türkisch Pfannfinger. Ich bin Anel Tachi und wir drehen hier mitten im Dschungel. Das Abenteuer ist, dass sich vier total verschiedene Charaktere auf dem engsten Raum irgendwie helfen müssen, damit sie auf der Insel überleben. Oh mein Gott! Ich sag nur Sex, Drugs, Rock'n'Roll, ey, es wird so viel nackte Haut, so viel krasse Sachen, also es ist unfassbar, was alles zu sehen gibt. Wir sind auf jeden Fall lost. Lost in Paradise. Also wir befinden uns in Koh Kut. Das ist auf Thailändisch die Betelnussinsel und es ist noch ein Geheimtipp unter Thailand-Touristen. Und von daher ist es wirklich ein großes Geschenk, hier sein zu dürfen. Ich bin sehr froh, dass wir hier gelandet sind in Thailand, weil der Dreh bis jetzt sind wir bei Tag 14, super geklappt hat. Wir haben ein wahnsinniges Glück mit der thailändischen Crew. Das hätten wir so nicht gedacht, dass wir auf so hochprofessionelle, schnelle, flexible, wahnsinnig smarte Crewmitglieder hier treffen. Wenn er mich gar nicht mehr versteht, rede ich bayerisch, dann klappt es wieder. Ne? Mhm. The German crew, really nice guy. Yeah. Okay, always smile like Thai people. Man kommt ans Set und wenn man den irgendwie ins Gesicht lächelt, dann bekommt man so viel zurück und es gibt einfach wahnsinnig gute Energie für den Tag, um diese doch anstrengende Arbeit durchzustehen und mit der Hitze hier zurechtzukommen und mit den Umständen. Ich bin der Produktion sehr, sehr dankbar, dass wir nicht im Studio drehen, sondern einfach auch echt mal was von der Welt sehen. Das ist ein Hammer und das ist absolut mein Highlight bei den gesamten Dreharbeiten, dass wir in Thailand drehen. Hallo Doris, ich benutze dein Weihnachtsgeschenk als Testament. Meine Max-Frisch-Sammlung geht an Nille. Mein Ali-Schwarz-Autogramm möchte ich gerne mit ins Grab nehmen. Ansonsten sieht es eher schlecht aus. Einsame Insel, ein völlig desozialisierter Macho, der andere stottert, die Kuh eventuell nicht messbar. Das Mädchen... Ich habe eine Vase gefunden! Vollkommen irre. Das ist in dem Sinne ein Debüt, dass es noch nie eine deutsche Fernsehmarke gab, die ins Kino gebracht wurde. Ich habe eigentlich seit Staffel 1 gesagt, wenn man jetzt ein bisschen amerikanischer denken würde, würde man sagen so, na, da sollte man schon mal überlegen, ob man das ins Kino bringt, weil die Figuren relativ gut funktionieren, so in diesem Komödienbereich. Hi, ich bin Lena. Ja, Mo. Allah sei mit dir. Bitte, wer ist mit mir? Was geht? Ich bin Jem, ey. Ich hasse China-Kneipen, ey. Die tun Hunde ins Essen. Es ist ein bisschen Rent-a-Comedy mit drin, es ist ein bisschen Gross-Out-Comedy mit drin, es ist ein bisschen Family-Entertainment mit drin, es ist aber auch ein bisschen Teenie. Also es ist, glaube ich, relativ breit. Also wir haben gemerkt, kleine siebenjährige Jungs abgehen, weil sie irgendwie Costa und Jem witzig finden. Mütter finden Doris cool. Türkische Mädchen finden Yamo irgendwie super spannend, weil es mal nicht so eine Betroffenheitsfigur ist, die irgendwie vergewaltigt und geschlagen wird. Wurde auf diesem Teller schon mal Schweinefleisch serviert? Also ich glaube, dass viele Ausländer auch wenig Identifikationsfiguren im Komödienbereich haben, weil es oft in so eine Richtung Melodram geht. Jetzt erzähl mir noch, wenn man vergewaltigt wird, ist es die eigene Schuld. Die Keuschheitsnummer ist nur ein Scheißtrick von irgendwelchen reaktionären Türken, die ihre Frauen von der Emanzipation abhalten wollen. Laberst du immer so viel? Es schwebt immer so das Damoklesschwert der Integration über allem und niemand traut sich mal so richtig witzig zu sein und türkisch ist es halt und ich glaube, das prädestiniert für einen Kinofilm, könnte eventuell funktionieren. Ey, wir kennen uns doch. Ey, ist schon mal gar nicht. Du bist doch die Schlampe, die mir den Mittelfinger gezeigt hat. Ja, stimmt. Ich hab dein dämliches Gesicht gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Nämlich noch einmal Schlampe, du kriegst von mir persönlich einen Abschiebestempel und zwar zwischen deine Beine. Ein Cast, der ja sozusagen schon 3 Staffeln ein eigenes Sozialleben entwickelt hat. Das heißt, normalerweise kommen ja alle frisch und lernen sich kennen. Und hier ist ja so schon, alle kennen sich. Ist auf der einen Seite so ein bisschen wie Abi-Treffen, aber natürlich ist auch immer so ein bisschen was dabei, dass man sich denkt so, ach Mensch,
beim Abi-Treffen sieht man nicht nur XYZ, sondern vielleicht auch M. Und mit M hat man sich gar nicht so gut verstanden. Ja, komm, lass gut sein. Das ist eh der letzte Satz, den ich mit dir gewechselt habe, übrigens mit euch allen. Also für die Serie nicht kennen, denen erzähle ich nichts. Die sollen sich die Serie erstmal angucken und dann unseren Film. Also ich erkläre dir noch nicht, wie der Film läuft. Was guckst du so? Tut mir leid. Tut mir leid, großer Herrscher und Meister. Tut mir leid, großer Herrscher und Meister. Nimm meinen Koffer. Also Jam ist in erster Linie ein sehr verantwortungsbewusster, intellektueller, gebildeter und bestens integrierter junger Mann, der immer souverän durchs Leben schreitet und jedem Ärger aus dem Weg geht und vor allen Dingen dabei auch sehr viel Wert darauf legt, immer sympathisch und charmant zu wirken. Was bitte was willst du Hurensohn tun? Jam ist der Boss und zerfickt jede Crew. Du Bastard, deine Mutter ist schwul. Er ist nach außen halt einfach dieser Macho, dieser Proll, dieser ungehobelte Typ. Aber hat halt einfach ein total weiches Herz eigentlich. Das er aber nicht zeigen möchte, weil er denkt, dass es nicht cool ist. Vielleicht könntest du mich erstmal ein bisschen in Stimmung? Wieso in Stimmung? Du musst sie einfach nur dahinstellen und den Mund halten. Bei Lena sagen so viele, die das sehen, auch gerade meine Eltern, die sagen, das bist du einfach. Du bist es, das ist dir irgendwie auf den Leib geschrieben. Und da hat Bora immer auch ganz tolle Arbeit geleistet, dass er auch als Autor schon in der Serie uns immer genau beobachtet hat und uns immer wirklich auch sehr viel Privates mit reingegeben hat. Das ist lustig zu sehen und lustig zu spielen, aber ich versuche immer noch krampfhaft zu behaupten, dass ich privat nicht wie Lena bin. Jam hat Besitz von mir ergriffen. Seit 5 Jahren bin ich eigentlich nur noch ein Jam. Nee, aber es fällt natürlich schon einfacher, sich wieder in Jam hineinzuversetzen und es wieder abzurufen, weil man das halt einfach schon so lange gemacht hat. Jakmo hat sie mit ihrem Charme halt angetan. Er verliebt sich ganz früh in sie und kämpft den ganzen Film darum, ihr Herz zu erobern. Jam! Ich bin nackt und kurz erspannen! Ich glaube, dass Jakmo ihren eigenen Vorstellungen und Werten treu bleibt. Das ist vielleicht das Geheimnis der Figur. Jakmus, ist jemand verletzt? Es ist jetzt so, dass die beiden Familien in Urlaub fahren. Sie sitzen zusammen im Flieger, der Flieger stürzt ab. Und die Teenager landen auf einer einsamen Insel und müssen mit sich und der neuen Umgebung und diesem Abenteuer irgendwie zurechtkommen, bis sie gerettet werden. Gurke? Mama, ich sitze mit so einem Haufen Verrückter fest! Das hat doch einen philosophischen Ansatz. Also im Grunde kann man das auch aufs Leben anwenden. Also so ist es ja auch mit der Gesellschaft. Menschen treffen aufeinander und sie müssen sich zurechtfinden und durchschlagen. Also der Film ist eigentlich gar keine Komödie, sondern er tut nur so, in Wirklichkeit ist es eine hochintellektuelle Existenzfrage. Da stürzt man einmal auf einer einsamen Insel ab und keine geile Frau dabei. Man muss sich natürlich erstmal, wenn man den Jetlag überstanden hat, dann auch an die heißen Temperaturen, an die schwüle Hitze gewöhnen. Das ist ein sehr anstrengender Dreh für Mensch und Maschine. Alles rostet, alles geht kaputt durch das aggressive, salzhaltige Klima, durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann gibt es natürlich die Mücken, die kommen und diverse Sachen im Strand, in die man reintreten kann und sich verletzen kann. Das heißt, da gab es schon die ein oder anderen kleinen Blessuren. Hast du gestochen, oder? Ah, ja. Du wirkst nicht mehr, Mann. Die unter dem Sand drin sind. Ich hatte einen kurzen Krankenhausaufenthalt, weil ich Fieber hatte. Die dachten sich, wir haben wahrscheinlich einen Rad ab, weil da ja jeden zweiten Tag sind da ja irgendwelche Leute hingefahren und haben wieder irgendein Fieber, irgendein Husten. Irgendeinen Stich gehabt. Ja, Sonnenstiche gab es noch oft am Set. Ich hatte einmal irgendwie so einen Sonnenstich, den mir keiner glauben will. Aber ansonsten ging eigentlich alles gut. Kommt auf Josies Rücken, müssen wir ihr noch sagen. Josie! Ich bin kein Fan von Tieren, die über 4 oder unter 2 Beine haben. Da bin ich in Thailand definitiv an der falschen Adresse. Aber das kann ich ganz gut nutzen, weil die Rolle Lena auch nicht unbedingt als aktives Greenpeace-Mitglied Tiere liebt. Hast du den gerade umgebracht? Schon okay. Lass uns keine große Sache draus machen. So für alle Peter-Freunde und alle anderen. Ja. An all die anderen Tierschutzorganisationen. Harald, no, no was anymore. Kostet so ein Fisch no jetzt anymore was harm. Der Hai
Der wurde vor der Küste gefangen, also quasi als Beifang. Und den haben wir so vom Fischmarkt in Bangkok bekommen. Stinkt ein bisschen. Was mich echt nervt, sind diese Moskitos, die dich, wie unser Oberbeleuchter mal sagt, den ganzen Tag nur anzapfen. Ich sage, du bist hier Insektenfutter, weil sobald du aus deinem Moskitonetz rauskreuchst, alles, was hier kreucht und fleucht, sticht dich, beißt dich und saugt dich aus. Am right? No. Aber grundsätzlich hatten wir wahnsinniges Glück, mit dass jetzt keiner Malaria hatte und so. Das ist natürlich schon, da sind wir auch von ganz anderen Sachen ausgegangen. Wir hatten ja bergeweise die Malaria-Prophylaxe im Koffer. Oder dass hier irgendwie Malaria-Gebiet ist, wir sind ja an der Grenze zu Kambodscha, ist das schon nicht ohne, ne? Also wir sprühen uns hier alle von Kopf bis Fuß ein, aber irgendwie sind diese Viecher dann doch stärker, als man glaubt. Das war ganz schön gruselig. Da hatten wir Mittagspause und wir kamen von der Mittagspause zurück und Leute saßen gemütlich um meine Tonkarre herum und ich stehe so ein, zwei, drei Schritte weiter und plötzlich springen die alle auf, springen zur Seite und rufen Snake, 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 Snake. Und dann standen wir da alle ziemlich belängert rum, weil keiner hatte die Schlange wirklich gesehen. Die war eine kleine Schlange, die war vom Baum gefallen, runtergefallen, zu Tode erschreckt und in das nächste dunkle Loch sozusagen gekrochen. Und das war halt meine Tonkarre. Und keiner hat sich getraut, da reinzufassen, bis sich dann schließlich so ein kleiner thailändischer Beleuchter ein Herz gefasst hat und angefangen hat, die Tonkarre auszuräumen und die Schlange dann schließlich am Nacken gepackt und rausgeholt hat. Only a little bit poisonous. The name is Little Green Snake, little bit poisonous. Also ich habe zwei Schlangen gesehen, aber da hat mich Gott sei Dank noch keine gebissen. Insekten beißen nicht. Aber das ist nicht so schlimm, das entzündet sich halt ein bisschen, man muss eine Antibiotika schlucken und so. Das ist alles, das ist das Paradies hier. Hammer, es wird geil, es regnet, Gebüsch, Blitze und alles, wo die drehen können und so. Eigentlich der perfekte Arbeitstag, nur rumhängen und essen. Hoffentlich gibt's Früchte und Wasser. Ach, Kinder sterben an Drogen oder besoffen auf der Autobahn, aber nicht in der freien Natur. Der Tod kommt schneller, als wir denken. Metin ist ein alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Insofern, er ist türkischstämmig, aber ich glaube, also ob in der Serie oder im Kinofilm, ist er, glaube ich, deutscher als manch anderer Deutsche. Würden Sie mal bitte? Ich, Sie? Er ist nur quasi in erster Linie oder oberflächlich ein Spießer. Also das finde ich eben auch jetzt in dem Drehbuch ganz schön beschrieben, dass die erste Begegnung, die erste wahre Begegnung ist ja eine körperliche, wenn er Doris eincremt. Also da spürt sie ja plötzlich was er so auf den ersten Blick gar nicht verkörpert. Und das ist ja auch ihr Problem, dass sie sich in so einen Spießer verliebt. Wir haben so ein bisschen für den ganzen Film so ein leichtes 90er-Konzept, weil das irgendwie so unsere Teenager-Jahre waren, also Lena und meine, und wir einfach ständig lachen müssten, wenn diese Musik kommt. Und wir glauben, dass es vielleicht auch im Publikum ganz gut ankommt, wenn man nicht immer nur so coole, sophisticated Songs hat, sondern auch mal traut, die Jugend zu erzählen, wie sie wirklich war, nämlich so ein bisschen trashig. Und bei Doris geht es eigentlich darum, dass sie zum zweiten Mal die Pubertät durchlebt in dem Film. Erstaunlich ist eigentlich nur, dass jemand wie Herr Daktekin sowas schreibt, weil der ist ja eigentlich viel zu jung. Also ich finde, der hat es irgendwie geschafft, so eine bestimmte Generation Frau zu beschreiben, die nur in so einer bestimmten Zeit auch überhaupt möglich war. Frauen, die sich das leisten konnten, sich selbst zu suchen. Doris, Lena und Nils. Ich würde sagen, Alkohol. Nein, das ist anti-autoritärer Erziehungsstil und RAF-Weihnachtsgeschenke. Ab und zu trinke ich mal ein Glas, weil ich mich entspannen muss. Und die Mutter, mit solchen zwei Jugendlichen. Und die Mutter lässt den Kindern gerne ihre Fantasien ausleben. Bora hat dann natürlich eine ganz besondere Art des Schreibens, wie man ja in der Serie schon sehen konnte. Das ist ein sehr frecher, witziger Humor, auch politisch inkorrekt oft. Immer diese Kanacken. Die Serie wurde nie gemacht, um irgendwas zu bewirken. Ich glaube, das ist, glaube ich, so das Geheimnis, weil wir haben relativ viele Reaktionen von Leuten, die auch so in Mischehen oder Mischbeziehungen oder Mischfreundschaften sich befinden. Also ich glaube, dass die Leute das cool finden, weil es eben gar nicht so thematisiert wird. Sieht aber nicht aus wie Lamm.
Doch, ich habe Lambisch gekocht. Uns wurde ab und zu vorgeworfen, wir würden so viel mit Klischees arbeiten und ich frage mich sozusagen, warum denn? Denn sozusagen dramaturgisch brauchst du immer Klischees. Nee, Hühnchen schmeckt auch anders. Also es ist relativ einfältig, das so zu sagen, weil gute Komödien arbeiten immer mit Klischees. Einfache Figuren, du musst sie sofort verstehen, sowas wie der Macho mit Herz oder die keusche Muslima, die aber irgendwie total ausgebufft ist. Und ich glaube, man spürt halt immer so was dahinter. Ist es vielleicht Rind? Mein Gott, ja, aber vielleicht ist es auch... Türkisch für Anfänger hat mich auf jeden Fall geprägt und mein Leben verändert. Ich bin plötzlich zur Islamexpertin und Integrationsbeauftragten mutiert, was mich vorher überhaupt nicht interessiert hat. Frühstück? Küche liegt 2 Grad Süd-Südwest hinter dir. Kühlschrank ist recht bedienungsfreundlich. Tschüss, Hasi 1. Tschüss, Hasi 2. Daniel bearbeitet ständig. Ich habe ein Deutscher mit einer türkischen Frau hat mir einen langen Brief geschrieben, hat gesagt, er hat sich weggeschmissen vor Lachen, weil genau solche Konflikte gibt es bei ihnen in der Familie, ernsthaft natürlich, aber dadurch, dass sie dann die Serie zusammen geguckt haben, war das also wie ein Befreiungsschlag. Ja, Jim, du hast recht. Doris sieht heute wunderbar aus. In Deutschland leben 15 Millionen Menschen, die aus einer Mischehe kommen oder aus Mischehen entstanden sind. Das sind 15 Millionen. Wo bin ich hier? In Deutschland, Almanya. Da sprichst du aus einer Seele von Menschen, die sich vorher nie angesprochen gefühlt haben im deutschen Fernsehen. Das waren, sie hatten, wenn sie Fernsehen geguckt haben, nie Identifikationsebenen. Das ging ja auch mir so. Dass ich selber, ich lebe auch in einer Mischehe sozusagen, meine Frau ist Schweizerin, ich bin Türke, also türkischstämmig. Mich gefragt habe, wo sind diese Türken, wo sind die hier lebenden Menschen eigentlich? Kacke, verdammte, jetzt habe ich mich verbrannt. Sag mal, wieso muss ich das eigentlich alleine machen? Oh, oh, da setzt aber gerade jemand seine Beziehung aufs Spiel. Es gab schon sowas wie Scheißkanaken raus oder Dreckstürken. Die Deutsche lässt sich vom Türken nageln und so. Also, aber das sind wirklich so Randerscheinungen. Also im Großen und Ganzen waren die Reaktionen wirklich durchweg gut. Bora ist einfach ein wahnsinnig schlauer Mensch und paart diese Klugheit mit Humor. Man benutzt jetzt eben die Komödiantik, um vielleicht sich zu öffnen. Also Franca Ramée zum Beispiel oder Dario Fo, italienische Theaterautoren, die auch immer wieder die Komödie gesucht haben und gesagt, wir versuchen, die Menschen zum Lachen zu bringen, damit wir dann die Nägel hineinhauen können. Sie sprechen Deutsch? Ja, spreche ich Deutsch, ich komme aus Darmstadt. Bisher war ja das deutsche Fernsehen immer, wenn es um diese Problematik, Ausländer, türkischstämmig und so, ist man ja damit sehr schwer umgegangen. Es war immer problembehaftet. Und das war ziemlich, finde ich, das war mühsam. Ich bin doch kein Problem, sondern ich bin ein Teil der Gesellschaft. Also kann sie mich doch nicht zum Problem machen. Sorg lieber für ein Feuer und überleg dir ein Rezept. Ach, ich nehme an, weil ich die Frau bin. Du lernst schnell. Ach so, natürlich. Also ein Deutscher dürfte das nie machen. Ich glaube auch, als wir die Serie damals gemacht haben, wenn jetzt ein deutscher Name gewesen wäre, wäre es natürlich wahnsinnig schwierig gewesen, so den Wahrhaftigkeitsanteil so zu vermarkten. Also der natürlich auch drin ist. Also es ist ja viel Beobachtung. Es ist jetzt nicht autobiografisch oder sowas. Ich persönlich bin ein großer Fan der Serie und habe die Serie von Tag 1 geguckt. Und mich mit Bora auch immer sehr intensiv darüber ausgetauscht, sodass wir schon gemeinsam sehr früh festgestellt haben, dass man wirklich die Serie unbedingt ins Kino bringen muss. Wir haben da was gefunden. Gott, lass es Hochdeutsch oder ein Gehirn sein. Das war auch so unser Motto, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt nochmal neu an, wir machen einen Reboot, wo wir alle Figuren nochmal fürs Kino so ein bisschen anpassen, größer machen, darauf achten, was würde man im Einzelstoff anders machen, als ob man Spider-Man eigentlich noch mal von vorne anfängt. Damit auch all die Leute, die Serie damals nicht geguckt haben, noch mal eine Chance kriegen, es toll zu finden. Hey, Uga! Hinter dem Genre der Komödie ist aber natürlich ganz klar eine Botschaft versteckt. Das ist in diesem Fall das Thema Integration. Und da gibt es halt eine Szene in diesem sogenannten Tribal-Dorf, wo dann eben der Tongo und Uschi sitzen und dann sitzt der Grieche mit seiner türkischen Freundin und die Josefine, die Hauptdarstellerin, mit ihrem türkischen Freund oder noch nicht Freund. Und es gibt so einen Moment, wo alle essen und sie sich die Leute so anguckt. Das finde ich eigentlich sehr schön. Da sagte Bora auch, guck sie dir an, weißt du, so die Menschen, die sich begegnet sind aus allen verschiedenen Kulturen oder Ländern oder Mentalitäten der Welt und sich aber anziehend finden, ja, und irgendwas miteinander zu tun haben. Und das ist das, was mir gut gefällt.
ganze Zeit nur am Strand und dann ab und zu muss man da mal seinen Text so ein bisschen runterrattern, aber das geht ja auch, das Spielen ja so weg und dann ist eigentlich alles nur noch Urlaub hier. Ich wollte weg auch. Ich fand das ganz witzig, beim Regiedebüt woanders zu sein. Also, wo es irgendwie, wo es schöner ist einfach auch. Und es war die beste Idee, glaube ich, aus einem kleinen Fernsehstoff etwas Großes zu machen. Nach jetzt 6 Staffeln und ein paar Einzelstoffen und so habe ich jetzt irgendwie gemerkt, dass ich das gerne mal ausprobieren will. Und ich habe mir gedacht, ja, also entweder probiert man es jetzt irgendwie aus, weil irgendwie, wenn man mit 40 irgendwas in den Sand setzt, ist es irgendwie auch scheiße. Dann lieber, solange man noch so einen halben, noch so eine leichte Nachwuchstendenz irgendwie im Profil mit drin hat. Und ich glaube, alle fanden es auch gut, dass ich es mit Türkisch mache, weil sie natürlich wussten, dass ich die Figuren gut kenne und es vielleicht nicht so wahnsinnig verkacken werde. Das war natürlich aufregend. Klar denkt man, was soll, also wie jetzt mit dem als Regisseur. Er ist schon sehr auf diese Erzählung konzentriert. Das kommt uns aber als Schauspieler sehr, sehr entgegen, weil er ist in der Geschichte. Der ist einfach so 120% da drin. Und also ich finde, er macht das toll. Musik! Also der erste Drehtag beim Debüt geht, glaube ich, tendenziell immer Richtung Katastrophe. Und dafür war es super. Stopp! Da hinten! Normalerweise hast du dein Debüt ja, weißt du, ist irgendwie ein Kammerspiel, eine Wohnung, 3 Menschen, vielleicht noch eine Vergewaltigung oder so. Und dann ist das Maß auch schon voll an Aufregung. Und hier ist ja wirklich so Stunts, Action, Sonne, Meer, Anschlüsse ohne Ende, 1000 Klamottenwechsel. Ich renn nochmal so, wo ist er? Und dann ist so hinter dir. Hinter dir! Und wenn du schreit, fängst du an sozusagen. Hier, ich mach hier. Ja. Er versucht alles richtig zu machen und es liegt ihm sehr viel an dem Film. Und er braucht da, glaube ich, viel mehr Unterstützung und Vertrauen von uns und von dem Team, als jetzt ein gestandener Regisseur, der nach 30 Jahren sagen kann, irgendwie, ach, wenn ihr nicht spurt, dann leckt mich doch am Arsch. Wir haben heute unseren 37. Drehtag. Wir sind mal mit 40 gestartet, wir sind dann auf 38 untergegangen. Das heißt, wir haben sogar noch einen Tag rausgeholt. Auch mit allen anderen Regiekollegen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe in meinem Leben, wären wir sicherlich auch nicht eher fertig gewesen. Von daher finde ich also auch, dass Bora das auch sehr toll gemacht hat und sich da auch wacker geschlagen hat mit seinem Regiedebüt. Okay, let's go, 52. Back on track. Ich weiß ungefähr, was bei rauskommen muss. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich den Entstehungsprozess an jeder Stelle so eingeschätzt hätte, aber ich finde es nicht so wahnsinnig unmeisterbar. Ich neige halt dann dazu, selber lieber schnell was einzutippen, als zu warten, dass es jemand macht. Manchmal wurde mir dann gesagt, so, nein, Bora, du musst das nicht machen. So, in dem Moment denke ich halt so, ach, ich mach das jetzt schnell hier. Oder steck das Buch immer wieder dahin, damit, weil ich bin das irgendwie so gewohnt, dass ich das alles mache. Aber da habe ich mich daran gewöhnt, dass man dann auch immer sagt, gut, sollen es halt 2 Stunden sein, die jetzt vergehen, dann setzt man sich halt hin und wartet. Und denkt sich so, das hat schon alles seine Richtigkeit hier. Aber das ist wirklich nur, also das läuft ja alles super, aber das ist so das Einzige, wo ich wirklich manchmal denke, krass. Also wenn 90 Leute so rumwursteln und man guckt sich das so an und denkt sich so, wissen sie wirklich alle, was sie tun? Dann denkt man sich so, wir hinterfragen es mal lieber nicht. Sehr gut. Cut. Also man merkt schon, dass es manchmal einfach, dass man sich manchmal auch immer so ein bisschen Abstand wünscht, der dann halt oft nicht möglich ist. Also man kann sich natürlich hier auch seine Freiräume schaffen und geht dann halt mal irgendwie 300 Meter weiter weg. Dann ist aber auch der Küstenabschnitt zu Ende und dann muss man da, weiter geht's ja nicht mehr. Wir machen halt das Beste draus. Also wir hatten zwischendurch 3-4 Drehtage frei und da war das Neujahresfest von den Thailändern Songkran. Da beschmeißen sich alle mit Wasser und das ging bis 7 Uhr morgens. Wir waren alle ziemlich fertig die nächsten 2-3 Tage. Die Thais feiern auch ganz gerne mal nach dem Drehschluss und solange du ihnen ein Lächeln gibst und kriegst ein Lächeln zurück und dann wirst du auch eingeladen und solange du dich darauf einlässt, ist es immer ganz witzig. Und dann sind sie auch bereit, wenn sie nach 1-2 thailändischen Rum, dann können sie auch auf einmal Englisch sprechen. Okay, let's shoot it. Low sound. Es ist also mein Oberbeleuchter beim zweiten Teil von Fluch der Karibik oder sowas. Ne? Eigentlich Fitzcarraldo, so komme ich mir jedenfalls vor. Alles bestens. Ich finde es wahnsinnig lustig, dass gerade der Culture Clash zwischen der deutschen Crew und der Thai Crew so ein bisschen stattfindet.
also unabhängig von der Hautfarbe und der Herkunft. Well, everything is fantastic. The first time to work with him. Yeah. Nothing bad. Das ist schon interessant, weil hier sind wir halt trotzdem die Deutschen. Auch wenn wir in Deutschland anders wahrgenommen werden. Obwohl wir in Deutschland dafür kämpfen müssen, als Deutsche wahrgenommen zu werden. Das sind wir hier halt die reichen deutschen Touristen, die einen Film machen. Das ist schon geil. Ja, das ist super. Also jetzt hier mal nicht mal als Ausländer zu gelten, sondern ich bin jetzt hier Tourist. Ja, das war super. Das war generell noch ein Highlight, dass Bora, nachdem er fast in meinem Mund war, dann noch gefragt hat, ob er giftig ist. Ja, das hätte man auch vorher die Frage stellen können. Alles luschen, oder? Kann man nicht anders sagen. Das ist ein geiler Take, das ist eine geile Szene. Ja, ja. Auf zu und der kommt doch da nicht raus. Okay. Ich freue mich drauf. Ich war im Dschungelcamp. Ja, und ich weiß, das war Thailand war ein Spaziergang dagegen. Wenn ich Ihnen sage, dort gab es ja zu essen und zu trinken. Im Dschungelcamp, wenn Sie nichts gewinnen, gibt es nichts, nicht? Außer einen Löffel Reis am Tag, ein paar Bohnen mit Wasser ohne Salz. Das war in Thailand nicht so. Es gab ein sehr gutes Essen. Das Catering war hervorragend. Bei mir wird das Sticky Lies. Sticky Lies. Das Essen mag ich nicht so gerne, aber ich finde das sonst ganz cool. Ich mag jedes fremde Land. Ich bin ja auch. Also ich glaube, wenn man eine Multikulti-Komödie dreht, sollte man nicht sagen so, ah, verficktes Ausland, scheiß Ausländer überall. Neulich habe ich mich dabei ertappt, wie ich bei so einer Frühstücksbesprechung in so einen Schrimps gebissen habe und dachte nur kurz so, boah, du bist so eklig geworden. Aber wurscht. Nun bin ich Vegetarierin, dachte eigentlich, in Thailand wird mir nichts passieren, aber es gab dann so frittierte Schweinezunge und so, das ist nicht so richtig mein Leibgericht. Und Bora und ich, wir haben eben nur einmal, muss man sagen, haben wir Pommes gekriegt und es war ein Festessen. Also wir wurden ja von der Produktion vertraglich festgenagelt, dass wir uns mit Sonnenschutzfaktor 50 eincremen jeden Tag, um den Anschluss zu halten, was für mich echt ungewohnt ist. Ich glaube, wir haben mittlerweile für 500 Euro Sonnencreme eingekauft und sie werden leider trotzdem braun. Also wir cremen sie morgens ein und abends mit Lichtschutzfaktor 50. Und mittags auch noch mal nachcremen, aber es ist einfach so, man wird allein schon durch die Luft halt hier braun. Ja, die Darsteller sind renitent. Ich sehe sie ab und zu, wie sie sich heimlich sonnen oder sich zwischen Bäumen hindurchschlängeln und glauben, dass ich nicht sehe, dass sie keine weißen Ränder haben. Sie haben in der Tat in ihren Verträgen stehen, dass sie sich eincremen müssen, weil Elias und Anel, mit denen kann man sonst auch echt so einen Somalia-Flüchtlingsfilm drehen, wenn die zu lange in der Sonne sind, weil die einfach noch mal die Nationalität ändern, wenn sie zu braun werden. Always stress. Das Land ist mir hold. Also jedes Set wurde geweiht vorher. Ja, da waren so vier schläfrige Mönche und die haben dann so ein bisschen uns mit Wasser da bespritzt und gemurmelt. Und dann haben wir alle so ein Bändchen bekommen, was uns Glück bringt. Und die Drehorte wurden gesegnet. Das fand ich eigentlich ganz cool. Cut, it's a wrap. Thank you very much. Goodbye for Kukut. We did it. The first block is done. Thank you very much. See you in Koh Chang. Wir haben auch wirklich ja auf zwei langen Location-Touren durch halb Thailand diese Strände gesucht. Also man denkt immer so, ey Leute, zwei einsame Strände, die fallen euch doch in Schoß in Thailand, aber das ist nicht so. Also hier haben wir echt, viele Leute haben lange gesucht und ich glaube, dass diese beiden Strände auch noch in vielen Rosamunde Pilcher und Regina Ziegler Verfilmungen Menschen zusammenbringen werden. Vielleicht nicht ganz so cool wie bei uns, aber für ZDF wird es reichen. Ich komme mir vor wie eine Abi-Prüfung. Wovon redest du eigentlich? Ich dachte, du wolltest mir was zeigen. Wenn ich ficken meine, dann sage ich auch ficken. Also Ruhe jetzt auf den billigen Plätzen. Andererseits finde ich, hat es auch eher was von einem Coppola-Film hier. Also ich warte auch immer so auf die Helikopter, die dann kommen und ihre Napalmbomben abwerfen. Okay, wir werden uns jetzt ganz langsam umdrehen und ganz leise zurückgehen, okay? Also meine Vermutung ist ja eher, dass wir gar keinen Film hier drehen, sondern dass es ein ganz großes Sozialexperiment ist. Die Leute tun alle nur so, selbst ihr wisst nicht Bescheid. Das ist gar kein Making-of hier gerade. Das ist einfach nur sinnlose Beschäftigung. Und es wird einfach nur geguckt, was passiert mit diesen Menschen, wenn die zwei Monate auf einer Insel sperren. Beruhig dich! Lauf! Ich glaube, dass das eigentlich ist, was mitgefilmt wird. Und nicht, einen Film gibt es gar nicht.